Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Minicraft Attack. Ja, heute eine kleine Weihnachtsfolge, würde ich mal sagen. Ich habe mir jetzt einfach mal wieder die Weihnachtsmusik angemacht. Und ja, mal gucken, was wir jetzt alles so hier noch machen. Ich muss auch sagen, dass der zweite Aufnahmeversuch dieser Folge, denn beim ersten Mal ist der Server dann auf einmal abgestellt worden, gestern um 22 Uhr, weil das war am Donnerstag. Und donnerstags stellt er sich dann immer ab. Ich glaube am Wochenende nicht, beziehungsweise ich hoffe es. Heute ist nämlich Freitag und ich hoffe mal, dass er jetzt anbleibt, weil es ist 21:59 Uhr. Also wir werden es gleich sehen. Ja, ich wollte jetzt erstmal den Observer-Raum hier weiterbauen und ja, da hatte ich jetzt hier irgendwie schon ein bisschen weitergemacht. Also ich hatte irgendwie so 3 Minuten noch geschafft aufzunehmen, dann war vorbei. Und ja, heute einfach mal so eine kleine Weihnachtsfolge vielleicht. Nicht ganz so viel Action, sage ich mal, ein bisschen entspannter, ja, kann man ja auch mal machen. So, ach so, ich vergesse immer, dass ich nicht Shift Shift drücken muss. Und ich brauche da hier noch ein Material zum Setzen, stimmt. Boah, ich bin jetzt voll angespannt, in 15 Sekunden entscheidet sich's, ne, ob der Server sich abstellt. Scheiße, ich hoffe nicht. Was könnte ich denn hier nehmen für ein Material? Ich weiß es gar nicht. Ich guck mal in die Kisten. Vielleicht irgendwie Cobblestone oder so. Keine Ahnung. Ja gut, Cobblestone ist halt immer ein bisschen doof, ne? So, war das ist 22 Uhr, werde ich jetzt gekickt. Wenn ich jetzt hier... Ich hoffe, der Server ist noch da. Müsste eigentlich. Ich kann auf jeden Fall noch auf alles zugreifen. Boah, Alter, ich bin gerade übelst angespannt, ey. Echt. Weil ich jetzt noch ein bisschen aufnehmen muss, sonst kann ich nicht mehr. Es ist nämlich heute der 23. Und ich bin ein bisschen spät dran, gebe ich ja zu, aber... ja, morgen klappt es halt, glaube ich, dann so oder so nicht. Und ja, das wäre ein bisschen doof, wenn dann die Folgen ausfallen wegen irgendwie sowas. Aber ich glaube, ich krieg das hin. Ja, gut, schön. Da hätten wir das auch geklärt. Die letzte große Anspannung an Weihnachten. Und dann die Entspannung hoffentlich, ja? So. Wie machen wir hier den Gang eigentlich? Das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht, ich habe mir auch gedacht, dass ich vielleicht noch was Weihnachtliches mache. Vielleicht morgen nochmal oder so. Aber ich weiß halt nicht was. So einen Weihnachtsstand zum Beispiel haben wir schon gebaut. Was könnte man denn da machen in Minecraft? Habe ich gerade gar keine Idee. Um ehrlich zu sein. Na, ich guck mal hier. Polierten Diorit. Ja, mach ich wieder so ein Muster, hä? So eine Mischung. Eine Mische. So, passt. Zack. Huch. Boah, dieses Grunzen von dem Pigman, das hört sich an wie so ein brummendes Handy, ey. Da denke ich gleich wieder, wer schreibt mir jetzt schon wieder? Oh Mann. Ey, der nervt echt übel, ne? Scheiß Zombie Pigman. So, das kann da unten hin. Hä, wieso habe ich hier 10-mal Bruchstein, ey? Was soll denn das? So. Ja, ich hoffe übrigens mal, dass ihr einen schönen Heiligabend hattet gestern. Ne, und ja. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so das Weihnachtsfest verbringt. Wenn ihr wollt. Ich denke mal, aber die meisten werden es mit ihrer Familie machen. Ich ja auch. Ist ja eigentlich normal. Ja. So. Bei mir ist es dann auch immer so, dass welche in meiner Familie dann immer genau dann Geburtstag haben. Oder jemand, nicht mehrere. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen alles, ja, dann zusammengelegt, ne? Weihnachten, Geburtstag, Feier und was weiß ich. Das ist dann manchmal schon ziemlich viel. So, und dann, sind wir auch sonst immer noch zu meinen anderen Großeltern gefahren. Dieses Jahr machen wir das dann ein paar Tage später erst. Weil es so einfach besser ist. Weil dieses Jahr, naja, es ist ein bisschen eine andere Situation. Aber das möchte ich jetzt nicht näher erläutern. So. Dann gucken wir mal. Zack. So, dann hier. Zack.
Ja, ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung oder eine schnelle Lösung, je nachdem, wie man es auslegt. Und ja, dann gucken wir mal. Kann man hier fackeln? Oh, das geht. Sehr gut. Alter, wie dunkel der Raum ist. Ich hätte gerne aber eigentlich Glowstone hier drin, weil Fackeln sehen kacke aus. Ah, nicht da. Das sieht doof aus. Warte. So. Dann habe ich eigentlich noch eine Eisenspitzhacke da, ey. Ganz ehrlich, was soll denn das? So was Billiges. So. Okay, wann können wir dann. Was kann man hier hin machen? Andesit. Weiß ich nicht. Ich teste es mal. Naja, geht, denke ich. Dann gucken wir mal hier. Ein bisschen Diorit sicherlich kommt da noch hin, oder? Na, muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich ja auch nochmal zwei Blöcke, dass wir hier so eine. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Dass wir hier so Streifen haben, ne? Oder vielleicht auch so. Nee, komm, ich wenn dann so. Ja, doch. Dann hier. Zack. Und oben dann nochmal dasselbe wie unten. Das passt nämlich, denke ich, ganz gut. Wenn wir das so machen. So. Boah, ich glaube, das reicht genau perfekt. Ja, nice. So. Wie mache ich denn das jetzt hier? Mit den Fackeln ist immer ein bisschen schwierig in so einer Gang, ne? Wenn man dann nicht weiß, linke oder rechte Seite. Also, da ist rechts, da links. So, weil ich es gerade falsch rum gezeigt habe. Na, ich mach mal hier immer in den dritten. So, ich denke mal, das passt. Und ja, dann hole ich mir nochmal Glowstone. Da sollte ich ja noch genug haben. Habe ich auf jeden Fall eigentlich genug gefarmt. Und oh, hier ist noch eine Kiste, wie ich sehe. Fröhliche Weihnachten, Streetmaster. Oh, erst am 24. öffnen. Okay. Ja, scheiße. Ja, da haben wir jetzt ein Problem, weil ich habe natürlich noch nicht den 24. Aber ihr. Und ich denke mal auch, wenn man. Ich meine, 23 bis 25 durch 2 ist ja auch 24, ne? Und also der Durchschnitt quasi der Tage, wo ich aufnehme. Und heute passt es eigentlich auch, so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, komm, das kann ich auch mal als Thumbnail nehmen. So, wieder schön mit den 30 FPS oben in der Ecke. Oh, Eisenblöcke, okay, sehr schön. Ich habe es jetzt einfach mal geöffnet, ne? Ich meine, sind ja nur noch 2 Stunden. Für mich. Naja, gut. Dann hier. Das kommt auch noch mal raus. So. Und ach so, ja stimmt, ich wollte die Glowstones noch anbringen, hätte ich jetzt fast vergessen. Na super, und ich muss oben auch noch den Sand drauf machen. Dann sind wir hier fertig. Ja, da hat man wieder was geschafft. So, der krasse Observerraum ist fertig. Oh Mann, das war echt nur so eine spontane Idee, die ich mal hatte. Hatte ich auch schon vor einer Woche und habe sie dann jetzt eben erst umgesetzt. Keine Ahnung, ich fand's halt lustig, tut mir leid. Okay, dann hole ich mal nochmal Sand. Ja, das war quasi einfach nur mal so ein Prank oder so an die Leute, die dachten, dass ich wirklich was mit Redstone und Observern und so baue. Das habe ich nämlich nicht getan, sondern einfach nur so billig einen Observer-Raum. Ja. Naja, aber vielleicht ist es ja ganz schön. So, ich denke die ganze Zeit, das ist Sandstein. Es sieht so aus irgendwie. Und hier die Pferdegeschwindigkeitsmesser, den hatte ich noch gar nicht gezeigt. Der ist eigentlich auch ganz cool. Ich finde die Idee ja eigentlich ganz gut. Kann man hier eigentlich durchrennen? Ja. Wie schnell bin ich? Ah, 5,5. Okay. Ja, da kannst du halt immer gucken, wie schnell die Pferde sind. Das ist eigentlich ganz nice. Vielleicht kann man das auch noch mit Repeatern machen, dass man das genauer bestimmen kann. Da müsste man natürlich dann länger machen, logischerweise. Aber da kann man das, glaube ich, genauer bestimmen. Oder? Nee. Da müsste man hier vorne Repeater anschließen, genau, dass das dann länger dauert. Oder kann man das dann genauer bestimmen oder ist das einfach nur addiert? Ich glaube, das wird dann einfach nur addiert, ne? Genau. Naja. Aber vielleicht ist es besser. So. Ich kenne mich halt auch nicht so mit Redstone aus. Okay. Na gut, das geht eigentlich. Also Redstone an sich ist ja nicht so kompliziert.
die Grundkenntnisse, was jeder Block oder jede Fackel und das alles bewirkt, das weiß man eigentlich, das ist ja leicht. Aber das Zusammenknobeln ist eben immer so, ach, das ist doch Sandstein, hä? Was mache ich denn? Ich hatte doch recht. Wusste ich's doch. Ich dachte, ich habe einen Knick in der Optik hier schon wieder. Vor allem steht's ja auch da, ich muss nur mal lesen. Oh Mann, was ist da schon wieder los? Ah komm, an Weihnachten lassen wir das mal durchgehen, ja? Da lassen wir alles durchgehen hier. Oh shit. Ich glaube, das Loch muss ich nächste Folge zumachen hier. Ja, komm. Dann, mach ich das nochmal weg. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hab noch ein schönes restliches Weihnachtsfest. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Also ein Feiertag. Und ja, dann tschüss.